Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Tramsim, der Straßenbahn-Simulator für Wien. Wir sind auf der Linie 1 unterwegs, stehen gerade beim Stefan-Fahninger Platz und fahren Richtung Prater Hauptallee. Wie lange habe ich mich denn darauf gefreut, dass wir hier endlich losfahren können? Und es ist soweit, es ist soweit. Wir sitzen in unserer Straßenbahn, da sitzt da schon der liebe Muckimuck und wartet auf die Abfahrt. Ja, gehen wir gerade mal rein. Ich würde mal sagen, wir starten auch gleich mal los. Eine Minute haben wir noch Zeit, bis wir wegfahren sollen. Steht da unten auf dem Ibis-Gerät. Das Tutorial habe ich mir natürlich angeschaut. Das habe ich jetzt einfach mal offscreen gemacht, damit wir hier wirklich gleich losfahren können. Ich hoffe, ich habe mir alles gemerkt. Es ist meine erste Fahrt. Ich bin vorher noch nicht losgefahren. Also ich bin sehr gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Erstmal Stromabnehmer. Ich hoffe, das hat hingehauen. Sieht man das da? Ja, der ist oben. Okay. Personen sind doch gar keine da. Huch, wer kommt nach? Der Kollege kommt da schon an. Wir haben übrigens einen Fahrplan natürlich. Wir fahren jetzt los. Es ist 8 Uhr in der Früh, 8.03 Uhr und um 8.04 Uhr fahren wir los. Und ich bin schon sehr gespannt, ob das so hinhaut. Hallo, Kollege. Wo fährt denn der hin? Ach, der fährt auch schon los. Wo fahrt denn der jetzt hin? Fahren wir jetzt nach dem? Der fährt auch Prater Hauptallee. Ich hoffe, der fährt dann irgendwie weg. Sag mal, gucken. Wie fahren wir denn überhaupt los? Ah, hier. So, dann machen wir gleich wieder Retour. Was ist denn jetzt mit dem? Jetzt fahr doch. Ah, jetzt fährt er. Okay. Das heißt, wir sind jetzt quasi hinter dem unterwegs. Na, das kann ja was werden. So, weißt du, was ich jetzt mal machen werde? Alter, sieht's hier cool aus. Ohoho, hier sieht's cool aus. So, warte mal, wo ist denn der Haltepunkt? Da gibt's einen Haltepunkt, haben wir gelernt. Also im Tutorial haben wir das gelernt, dass es hier einen Haltepunkt gibt. Ja, ich bleib halt mal stehen. Oh Gott, ich freue mich. Wird schon passen. Okay, da machen wir mal einen kleinen Trick, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit hinter dem da heräumeln müssen. Und stellen mal den Fahrplan um. Fahrplan abbrechen. Und wir nehmen einfach den nächsten Umlauf. Was haben wir denn da? Stefan-Fahninger Platz. Da haben wir Stefan-Fahninger Platz. 8.10 Uhr. 8.53 Uhr sind wir dann dort. Also die Fahrt dauert schon ziemlich lange. Wir fahren durch ganz Wien. Und ich habe mir sogar, weil ich mir gedacht habe, ich bin ein Wiener, ich kenne mich aus, also so halbwegs, ich habe mir sogar ein bisschen was zusammengeschrieben von Dingen, die wir vielleicht sehen könnten auf dem Weg bis zur Prater Hauptallee, damit ich euch auch ein bisschen was erzählen kann. Da machen wir eine kleine Sightseeing-Tour, vor allem wenn wir dann am Ring rumfahren, das wird schon ganz lustig werden. Da habe ich mir gedacht, schreibe ich mir mal ein bisschen was zusammen, damit ich euch auch was erzählen kann. So, das nehmen wir, dann stellen wir mal kurz die Zeit noch vor. Warte mal, ich gehe mal hier raus und wieder rein und machen wir mal 8.09 Uhr. So. Dann sollte hier eine einstehen, genau. Fahrgäste sind noch keine da. Mit mir will niemand fahren. Gut, mich wundert es ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Dann schalten wir gleich mal hier die Freigabe ein. Oder wir sagen, alle öffnen. Z öffnen. Ist, glaube ich, da werden alle Türen geöffnet. Genau. Falls dann vielleicht doch irgendjemand rein will. Und geht auch gleich wieder zu. Ha, da hinten ist wer. Guck mal. Da hinten ist wer. Aber der geht woanders hin. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht reinlocken und dann schnell die Türen zumachen, dass er mal rauskommt. Es geht nicht. Okay, wir können ihn nicht reinlocken. Aber ich sehe, guck mal, wir haben 0. Das heißt, hua, das heißt, wir können losfahren. Hier beim Stefan-Fahninger Platz, da die Eni-Tankstelle. Da hinten ist irgendwo so ein Eisring, da war ich auch schon mal. Und jetzt würde ich mal sagen, quatschen wir nicht mehr rum, sondern fahren los. Ich bin so gespannt, aber sowas von. Ich hoffe mal, ich fahre nicht zu schnell. Ich will natürlich nicht entgleisen oder sowas. Boah, da stehen aber schon die Autos. Na gut, dass wir öffentlich unterwegs sind. Ah, ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Nächste Haltestelle soll übrigens die Windenstraße sein. Genau. Windenstraße. Na, fahren wir mal damit 20 rumgurken. Das kann aber jeder. Okay, da vorne haben wir die Haltestelle. Eieieiei, ich freue mich, Freunde. Ich bin richtig aufgeregt. Aber richtig aufgeregt. So, vielleicht sollten wir mal ein bisschen bremsen.
wenn er schon ins Haltestellchen kommt. Mit dem Fahren und mit dem Schubhebel und so, das dauert natürlich noch ein bisschen, bis ich mich da wirklich komplett damit identifizieren kann. So. Düdüt. Machen wir mal hier. Freigabe. Und gucken uns das mal an. Und sogar den Punkt getroffen. Komm, steig ein. Es gibt übrigens auch einen Covid-Modus. Das heißt, alle Fahrgäste haben auch Masken auf. Den habe ich jetzt mal ausgeschalten. Den können wir vielleicht dann, wenn wir mal wieder hin und her fahren, können wir ja auch mal einen Covid-Modus machen, können den einstellen. Ist ja auch kein Problem. So. Einsteigen, Freigabe weg. Und dann geht's weiter. Ach so. Warte mal, geht's weiter? Jetzt geht's weiter. Wie hupt man hier nochmal? Egal, kommt keiner. Schnell drüber. Hallo, Kollege. Bevor ich hier entgleise, bremse ich lieber mal ein bisschen. So. Düdüt, Haltewunsch. Wir haben schon Verspätung. Toll. Troststraße. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen hier ist sie. Vielleicht notwendiger. Hier ist sie, die Hupe. Und da sind wir auch schon genau in der Zeit. Das kann ja gar nicht besser laufen. So, wo ist unser Pünktchen? Sehe ich hier gar nicht. Ah, doch, da vorne. Huh! Noch ein bisschen vor. Sorry, Fahrgäste. Mein erster Tag. Sorry. So, und... bitte. Yeah, 9 Punkte. Yeah. Ich bewirb mich gleich bei den Wiener Linien als Straßenbahnfahrer. Muss echt cool sein, der Job. Muss echt cool sein. Siehst du, der fährt einmal mit mir mit, ist schon komplett verwirrt. Gut, ich nehme es ihm nicht übel. Muss echt cool sein, der Job. Also für alle die den wirklich tagtäglich ausüben können, richtig, richtig cool. So. Und dann würde ich sagen, hey, bleib stehen, Straßenbahn hat immer Vorrang. So. Okay. Dann fahren wir weiter. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Davidgasse. Davidgasse. Umsteigen zu 7a. Ach ja, da waren wir ja gerade bei der Troststraße. Jetzt haben wir gedacht, aber gut. Waren wir schon. Stopp, hier komme ich. Arschloch, Kollision mit Auto. Ho! Wieso fährt denn der da einfach raus? Ah, da muss man schon aufpassen. Der Wiener Verkehr ist kein leichter. Toll, wir sind 3 Stationen gefahren und haben schon einen Unfall. Toll. Also hat er gut funktioniert. So, lassen wir mal die Freigabe. Dann guck mal, das ist der wahrscheinlich, der mir gerade reingefahren ist. Lassen wir einfach mal die Freigabe drin, bis wir hier losfahren. Jetzt haben wir eh noch rot. Warten wir halt mal. Boah, ich feier das. Da gab's immer. Ich weiß aber gar nicht, auf welchem Sender das war. So Videos, wo man in der Straßenbahn mitgefahren ist. Also ja, Führerstandsmitfahrt quasi. Ich glaube, W24 oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war auch immer sehr cool, habe ich auch immer gerne angeschaut. So. Und bevor da jetzt gleich wieder irgendwer rausschießt. Ah, der steckt uns zwar schon im Zug drin, aber macht ja nichts. Wir haben gehupt. Ja, die Autofahrer. Jetzt weiß ich mal, wie das aus der Sicht eines Straßenbahnfahrers aussieht. Bitteschön, raus und rein, geht hinfort. So. Wo sind wir jetzt? Davidgasse? Das heißt, hier irgendwo kommt dann der Friedhof. Kann das sein? Die Knöllgasse sind wir jetzt. Gut, dann sollte da vorne irgendwo der Friedhof kommen, wenn das stimmt, was ich mir aufgeschrieben habe. Alle fertig? Na gut, können wir vergessen. Jetzt kommen wir eh nicht mehr drüber. Ah, jetzt seid ihr fertig, na klar. Wie viele Fahrgäste haben wir denn überhaupt? Ja, sind da doch schon ein paar hier drin. Ein paar Verrückte, die sich das antun, mit mir zu fahren. Cool.
Cool, 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 muss ich schon sagen. Also das nächste sollte der Friedhof sein, aber den werden wir nicht sehen, weil wir fahren jetzt in den Untergrund. Auf jeden Fall ist der da vorne irgendwo. Also wenn man jetzt hier gerade vorschaut, ein bisschen rechts, da sollte der evangelische Friedhof sein. Evangelischer Friedhof Matzleinsdorf, stand zumindest so auf Google Maps. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Infos von Google Maps und von Wikipedia. Ich kenne mich zwar aus in Wien, aber auch nicht so sehr. So, nachdem wir grün haben, brauche ich da gleich nicht bimmeln. Ich fahre lieber mal ein bisschen langsamer, oder? Bevor dann gleich wieder so ein Amokfahrer kommt und uns da reinfährt. Oh, warte mal, das habe ich gelernt hier. Was ist das für ein Ding? Können wir hier fahren? Ja, wir können fahren. Lokalbahn nach Baden. S-Bahn. Ich habe nämlich gelernt, was das da bedeutet. Diese Zeichen, diese Verkehrszeichen für die Straßenbahn natürlich. So. Na, fahren wir noch ein bisschen. Da hat irgendwie auf die Schienen gespuckt, so wie es aussieht. Und dann machen wir den Halt. 9 Punkte. Naja, da stehen wir aber gleich ein bisschen zu früh, haben wir gehalten. Huch. Wo geht's denn hier hin? Ach, zum Ausgang. Ein bisschen zu früh haben wir gehalten, aber macht ja nichts. So, alle drin? Sehr gut. Dann geht's weiter. Kommt halt darauf an, wo fahren wir denn überhaupt hin? Links ist grün. Fahren wir nach links? Das ist eine gute Frage. Rechts ist grün. Entschuldigung. Ich denke mal ja. So, ich fahre jetzt hier nicht mit Höchstgeschwindigkeit um die Ecke. Ja, wir fahren dahin. Sehr gut. Mal ganz langsam, mal ganz sachte hier, erster Tag. Da dürfen wir noch nicht die Straßenbahn entgleisen lassen. Guck mal, der Gegenzug kommt in 3 Minuten, der andere kommt in 8 Minuten. Der 62er. So, wo geht's denn jetzt hin? Was haben wir denn als nächstes? Matzleinsdorfer Platz waren wir gerade. Kliebergasse. Kann das stimmen? Ja. Kliebergasse. Umsteigenzug 18. In Richtung Schlachthausgasse. Matzleinsdorfer Platz übrigens. Für alle, die mal nach Wien kommen, dort ist viel los. Also von Zügen her und so. Da fährt auch die Schnellbahn und so weiter. Und sogar, wenn dann die neue U5 errichtet wurde, soll dort die jetzige U2 dann die Endstation haben. Also da wird auch noch ausgebaut natürlich. Übrigens das erste Mal, dass ich mit einem Zug wirklich so lange da unten herumfahre, im Untergrund. Ich wusste natürlich, dass es das hier gibt, diese Untergrundfahrspuren, aber ich bin gleich einmal mit dem 6er bin ich da, glaube ich, gefahren. Der fährt ja auch so einen Teil da unten. Na komm, ein bisschen noch. Aber nicht wirklich lang. Aber hier haben wir doch ein bisschen Untergrund. Finde ich gut. 10 Punkte. Yeah, ich glaube, wir stehen direkt drauf. Yeah. So, guck mal, da sieht man sogar die Türen, welche da offen, welche zu sind. Finde ich gut. Na, anscheinend sind ja doch ein paar Leute hier. Das wundert mich, dass die alle mit mir fahren wollen. Oh, Blinkerhebel haben wir ja übrigens auch noch. Den habe ich ja ganz vergessen. Warte mal. Ah, da haben wir ihn. Aber wo fahren wir hin? Kann es sein, dass wir da reinfahren? Oder fahren wir geradeaus? Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage. Geradeaus ist nämlich grün. Links rein ist gelb. Da müssen wir aufpassen. Ich fahre halt mal und hoffe, dass wir links reinfahren. Ja, haben wir richtig geblinkt. So, jetzt ist wieder grün. Sehr gut. So, dann warten wir mal ein bisschen, bis der Zug auch hinten ausgerichtet ist. 2 Minuten Verspätung schon. Na, das ist ja toll. Laurenzgasse, jetzt auf einmal nur noch 0,5 Minuten. Oh! 25 ist Höchstgeschwindigkeit. Dann bleiben wir mal auf der Geschwindigkeit. So halbwegs. Ah, cool. Ich freue mich so, dass wir hier sind.
Okay, da ist aber mal wieder 50 Höchstgeschwindigkeit. Wo es in die Station geht, da macht er nichts. Hallo Freunde! So, ich fahre mal bis ganz ans Ende. Genau, na besser kann man ja glaube ich gar nicht halten. Gar keine Punkte? Was? Ah. Na, interessante Perspektive. Na, guck mal, wie perfekt wir da drin stehen. Ich meine, besser geht's ja gar nicht, oder? So, dann hier, den da und dann fahren wir wieder. Oder? Ist noch nicht fertig? Jetzt ist fertig. Dim dim. So. Halten. Ist irgendwas noch offen? Alter, da hinten trödelt rum. Kollege, ich habe schon Verspätung. Jetzt hat er sich hingesetzt. So, aber jetzt. Türen sind grün. Passt. Let's go. Na, fahren wir halt mal ein bisschen. 50 ist Höchstgeschwindigkeit, da können wir ruhig ein bisschen rumdüsen. Nächste Haltestelle ist, warte mal, ich hab's eh da stehen. Johann-Strauß-Gasse, genau. Johann-Strauß-Gasse, Umsteigungsbogen 13a. So, da habe ich dann wieder ein bisschen Angst da vorne. Dass ich gleich attackiert werde von irgendeinem Fahrzeug. Okay, Achtung, Achtung, Achtung. Die zwei Limpen vor allem. Lampen haben bedeutet, Achtung. Aber wir sind ja eh schon in der Station, also alles gut. So, da ist der Punkt. Bams. Bitteschön. 10 Punkte. Na, das will ich hoffen. Düt. Passt. Dürfen wir fahren? Also ich vermute jetzt mal schon, oder? Ja. Okay, wir haben nämlich eine eigene Straßenampel natürlich. Straßenampel vor allem, Straßenbahnampel. Hallo, Kollege! Bin ja netter. Ho! Sorry. Da ist er schnell rot geworden. Entschuldigung. Was ich die wohl gedacht haben. Aber guck mal, wir stehen fast gut. Muss man schon sagen, wir stehen fast gut. Das darf einmal rot werden. Hat es geblinkt vorher? Ja, da drüben blinkt es auch. Scheiße. Ja gut, meine erste Fahrt. Da darf eigentlich nichts mehr schief gehen, aber egal. Sind wir mal nicht so streng heute. Da ist übrigens WKO, Wirtschaftskammer Österreich, hier. Habe ich auch aufgeschrieben. Meierhofgasse. So, Meierhofgasse. Siehst du da vorne, die Ampel? Sie hat geblinkt, diesmal habe ich es gesehen. Was ist denn da für eine Ampelschaltung? Ich bleibe mal sicher jetzt aber hier stehen. Boah, ist aber gefährlich. Das sieht so nah aus über die Kamera. Ich bleibe mal sicher jetzt aber hier stehen, weil falls uns dann irgendwer attackieren sollte von der Seite. Was macht der von Gensandorf da? Ach, guck mal, ein Tesla. Wiener Kennzeichen. Der kommt von Gensandorf, Niederösterreich. So. Ja. Bleib schön stehen da. So, was haben wir hier? Fußgänger. Der geht woanders hin. Ja, da können wir noch ein bisschen. Da vorne ist das Pünktchen.
Bitteschön, jetzt müssen wir noch ein bisschen üben mit dem Bremsen und so weiter. Ich glaube, ich bremse immer ein bisschen zu früh, weil ich Angst habe, dann übers Ziel hinauszuschießen quasi. Aber gut, wir haben ja noch eine gewisse Strecke vor uns. Also wir sind ja noch lange nicht am Ziel. Wie gesagt, die Fahrt dauert ja über 40 Minuten. So, alles zu? Alles zu. Gutes. Oh, Velvet Dessous. Interessant. Und ich glaube, die Geschäfte und so, was es hier auch gibt, das ist wirklich alles so übernommen, wie es in der Realität auch ist. Also auch von den Hausfassaden und so weiter und so fort. Also muss ich ehrlich sagen, Hammer, 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 geil. Paulanergasse. So, da vorne ist rot. Das habe ich natürlich sofort gesehen als erfahrener Straßenbahnfahrer. Kannst ruhig. Kannst ruhig, kannst ruhig. Hallo. Ha, der fährt über Rot. Was soll das? Ha, noch einer. Aber der fährt ja eh nicht auf meine Spur. Boah, die fahren alle über Rot. Guck mal. Die Schweine. Oder haben die da vielleicht gar keine Ampel? Aber warum hätten sie dann sonst eine Ampel gegeben? Wenn die nur so ein Vorrangding hätten. So, wo fahren wir jetzt hin? Paulanergasse, genau. So, alle weg mit euch. Bleibt stehen. Ach, die geht eh nicht rüber. Sehr schön. So, komm, diesmal versuchen wir mal ein bisschen zackiger zu bremsen. Da ist der Punkt. Steh. Bitte. So, was haben wir denn da Schönes? Eine erste Bank haben wir da vorne, ist ein DM, habe ich schon gesehen, Blagos haben wir da auch und eine Apotheke und ein Beeper ist auch da, neben dem DM. Aha. So, warte mal, jetzt gucke ich mal kurz auf meinen kleinen Schummelzettel, wo kommen wir denn da hin? Paulanergasse, okay, dann kommt die Resselgasse und da sollte irgendwo die Technische Universität dann sein, wenn es stimmt, was ich mir da aufgeschrieben habe. Das heißt, wir fahren mal weiter. Erstmal bimmeln. Damit die anderen wissen, Achtung, der Muckemuck fährt hier. Aber wir haben ja eh unser eigenes Straßenbahngleis, zumindest auf der Seite. Sollte ja nichts schief gehen. Resselgasse. Warum ist da eigentlich für Straßenbahnen... Ach so, für Straßenbahnen scheiße. Bin ich über Rot gefahren, also für die Straßenbahnampel, weil die Abbieger grün hätten. Naja, wir müssen Verspätung aufholen. So. Wo ist das Pünktchen? Da ist das Pünktchen. Und bitteschön. So, dieses Zeichen habe ich mir auch angeschaut. Ich glaube, es heißt, die Weiche kann man nicht mehr umstellen. Aber nachdem die Weiche eh für geradeaus ist, ist ja alles gut. Guck mal, da haben wir übrigens die TU, Technische Universität. So, vorne heißt, wir dürfen fahren. Jetzt nicht mehr. Toll. Weißt du was, dann bleiben wir gleich mal in der Station hier stehen. Bringt ja sonst nichts, wenn wir da jetzt vorfahren. Vielleicht will noch mal einsteigen oder aussteigen oder sonst was. Da hat sich überlegt, will vielleicht doch noch weiterleben und steigt lieber in den nächsten Zug. Na, guck mal, siehst du, da rennt wer? Was machen die da? Die rennt auch einfach quer über die Straße. Willkommen in Wien. Steigt die ein? Ja, die steigt ein. Siehst du, gut, dass wir da stehen geblieben sind. Und da haben wir, glaube ich, noch ein paar Unentschlossene. Den hier beispielsweise. Aber gut, solange die Tür zu ist. Und jetzt dürfen wir auch weiterfahren. 4,5 Minuten Verspätung schon, Freunde. Das darfst du ja keinem erzählen. So. Ja, ein bisschen sachte über die Straße fahren. Ah, guck mal, hier war ich auch schon irgendwann mal. Ich weiß aber nicht mehr, was ich da getan habe. Da bin ich da unten ausgestiegen. Also unten aus diesem Ding, da sind wir rausgekommen. Was habe ich denn hier gemacht? Karlsplatz, genau. Umsteigen zu U2, U4, 4A.
Karlsplatz auch wieder so ein riesen Verkehrs, vor allem Verkehrsknoten. Sieht man ja, U1, U2, U4, also hier ist doch ein bisschen was los. Wo haben wir denn unser Pünktchen? Ich bleib halt mal hier stehen, bevor was schief geht. Oh. Vielleicht wäre das da vorne gewesen, weiß ich gar nicht. Bleib halt mal hier stehen. So, was ist da? Einsteigen, bitteschön. Na, geht doch. So, was ist mit der anderen? Die warten auf den 62er wahrscheinlich. Mich wundert, dass da so viele sich trauen, bei mir mitzufahren. Dass sich das noch nicht rumgesprochen hat. Dass der Muckimuck heute auf dem Einser fährt. So, wo fahren wir hin? Geradeaus? Okay. Da vorne sollte... Ist das vielleicht dieses Künstler... Sorry. Künstlerhaus? Ich glaube schon, dass da drüben... Wir haben ja Rot. Sorry. Oh, der will noch einsteigen? Na komm. Sind wir mal nicht so. Steig ein, Freund. Wir sind ja ein netter Straßenfahrer, da kann man das schon mal machen. So, aber jetzt hier Ruhe, jetzt dürfen wir weiterfahren. Los, 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 los. Mach zu die Tür. So. Weiter geht's. 5,5 Minuten Verspätung, toll. Da haben wir gleich wieder den nächsten Zug im Nacken sitzen, wenn das so weitergeht. Okay, und jetzt geht's, glaube ich, schon auf den Ring. Kann das sein? Oper, Karlsplatz. Umsteigen zu U1, U2, U4, D2, 71, 2A, 59A. Gut, nachdem das eh eine Einbahn ist, stellen wir jetzt einfach hier hin. Kann ja eh keiner kommen. So. Genau, jetzt sind wir am Ring. Ziemlich wenig los, für das wir am Ring sind. Die stehen wahrscheinlich alle noch am Stefan-Fahlinger-Platz rum. Da war ja ordentlich was los von den Autos. Ja, ja, der Ring. Willkommen. Willkommen, willkommen. Ich frage mich, ich habe nämlich jetzt schon ein paar Straßenbahnen gesehen. Ich frage mich, ob hier wirklich auch die anderen Linien, also am Ring fahren ja 1, 2, D, 71, da sind ja ein paar, die da rumfahren. Ich frage mich, ob die hier auch rumfahren oder ob das nur die 1er rumfahren. Das werden wir gleich sehen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen rumgurken. Linz, Graz, Linz, das steht sogar wirklich da. Alter Falter. Geil, geil, geil. Also für diejenigen, die oft am Ring sind, ich bin ja nicht so oft am Ring, für diejenigen muss das ja ein Traum sein. Es ist echt genau so, wie es in der Realität auch ist. Ich glaube, sogar die Bäume sind die gleichen. Geil. Einfach nur geil. Also ein riesen, riesen Lob an die Entwickler. Da drüben übrigens, die Staatsoper. So, bei Bremsen vor lauter Schauen. So, bitteschön. Da drüben die Staatsoper, 10 Punkte für einen Haltepunkt. Sehr schön, sehr schön. Die kennt man ja, die Staatsoper kennt man ja. Huch, was macht der da drin noch? Achtung, der guckt aufs Handy, der weiß gar nicht, dass da ein Zug steht. Dürfen wir jetzt hier überhaupt fahren? Bank Austria? Ja, wir dürfen fahren. Okay. Oh, war noch was offen? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät gehalten. Jetzt fahren wir lieber nicht mehr. Denn sonst hätte man ja die Dinge hier gesehen. Zurückfahren kann ich leider nicht. Also weißt du schon, diese Ampel da. Straßenbahnampel. Ich lasse mal offen, falls noch wer sich überlegt, hier doch noch mitzufahren bei unserem wilden Ritt Richtung Prater. Bevor es wieder grün wird. Also normalerweise, wenn du hier am Ring fährst, der fährt auch bei Rot. Ha, was machen die? Die fahren einfach bei Rot. Mal so wenig los ist wahrscheinlich. Normalerweise wird wehe, da fährt irgendwer bei Rot über den Ring. Der hat da sofort einen Totalschaden. Also am Auto. Und geistig wahrscheinlich auch. Aber normalerweise ist hier natürlich viel, viel mehr los. Ich glaube, es wäre sehr performance-lastig, wenn die hier jetzt wirklich tausende Autos darstellen würden. Und ich glaube auch, es werden nur unsere Züge
dargestellt von der Einserstraßenbahn, von den Zügen, die halt derzeit auf der Einserstraßenbahn unterwegs sind. Aber mal gucken, vielleicht sehen wir noch ein paar andere. Ich warte ja immer noch darauf, dass uns der Gegenzug gleich mal hinten im Nacken sitzt. Weil wir ja doch schon 7 Minuten Verspätung haben. Und ich glaube, ein Intervall war von 8 Minuten. Umsteigen zu 57A. So, Burgring, nächste Haltestelle. Das stimmt. Da kommt jetzt dann gleich die Hofburg. Werden wir uns dann anschauen, wenn wir an der Haltestelle sind. Machen wir halt eine kleine Sightseeing-Tour, warum auch nicht. Also wenn ihr mal in Wien seid, wenn ihr nicht gerade von Wien kommt, wenn ihr mal in Wien seid, einfach mal in die Einserstraßenbahn setzen. Da kann man eine gute Sightseeing-Tour machen. Oder in die Ringtram. Also diese spezielle Sightseeing-Tram, die gibt's ja auch. So. Weil wir ein bisschen weiter vorne stehen, damit wir auch das Ding da sehen, unsere Straßenbahnampel. So, lala. Da sind wir. Sollte die Hofburg hier sein, oder? Oder täusche ich mich? Ich glaube, es sollte die Hofburg sein. Jetzt sind wir Burgring. Ja, habe ich auch so aufgeschrieben. Jetzt ist die Hofburg. Und dann kommen da irgendwo die Museen, wo ich nie genau weiß, welches ist. Weil die natürlich beide gleich ausschauen. Eins ist das Kunsthistorische und eins ist das Naturhistorische. Achso. Na, was ist denn da noch offen? So, schließen und wir fahren jetzt los. Oh! Vielleicht warten wir doch lieber noch, bis wieder grün wird. Nach können wir ja wieder aufmachen, falls noch wer zusteigen möchte. Welches Museum? Ich habe es mir eh aufgeschrieben. Warte mal kurz. Ach nee, es dauert ja noch. Es dauert noch. Ach nee, doch nicht. Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches Museum. Wusste ich's doch, dass das jetzt kommt. Also zuerst das Kunsthistorische und dann das Naturhistorische. Die sollten irgendwo auf der anderen Seite rumstehen. Hier und dann weiter. Aber ich muss sagen, für die erste Fahrt, wir haben 8 Minuten Verspätung. Gut, das ist halt mal so. Aber so schlecht tue ich mich gar nicht, oder? Kommt das nur mir so vor? Also da drüben sollten die normalerweise sein. Und danach kommt das Parlament, auch auf der linken Seite. Hier würden die normalerweise sein. Kunsthistorisches, Naturhistorisches. Ring. Da haben wir die Hofburg. Siehst du? Da ist sie. 46, 49, 48a. Na komm, da gasen wir mal ein bisschen an hier, wenn wir schon können. Wir müssen Verspätung aufholen. Da vorne haben wir das Parlament. Da hinten fährt auch irgendeine Straße, Mann. Ich glaube, da 46 oder 49, bin ich mir jetzt unsicher. So, bisschen zu früh stehen geblieben, aber macht ja nichts. 9 Punkte, der ist immer noch gut. Grüße euch, hallo. Bin immer noch verwundert, dass da so viele mit mir mitfahren wollen. Normalerweise ist das Parlament übrigens gerade eine riesige Baustelle. So. Okay, dann fahren wir mal weiter. Boah, ich hab's voll drauf schon. Siehst du, jetzt ist ein bisschen was los hier von den Fahrzeugen. Unser Parlament. So, lala, weiter geht's. Die nächste Haltestelle ist gleich neben den Bäumen hier. Das ist ganz, ganz eng beieinander hier alles. Nämlich, da haben wir's jetzt. Parlament. Das Parlament. Umsteigen zu 2. In Richtung Dornbach. So, lieber mal halten, bevor wir das Ding wieder nicht sehen, unsere Ampel. Ich schätze mal, die wird gleichgeschaltet sein mit der da oben.
So, das heißt übrigens, der Strich nach rechts heißt, wir dürfen weiterfahren. Freie Fahrt voraus für alle, die nach rechts fahren, also geradeaus. Und das andere Symbol kennen wir ja auch schon. Mit dem Gleis nicht umschaltbar, aber müssen wir ja nicht. Wir fahren ja geradeaus, wie gesagt. Da passt das alles. Na toll, schaffen wir gar nicht mehr über die Phase drüber. Ja, dann lassen wir halt mal offen. Ja, da ist das Parlament. Das heißt, die nächste Station ist dann... Rathausplatz Burgtheater. Das sollte die nächste Station sein. Die wartet dann da vorne auf uns. Und da haben wir sogar zwei Sachen, die wir uns anschauen können. Das eine, das blinzelt da schon hinten bis durch, nämlich das Rathaus. Und das zweite dann, das Burgtheater. Das haben wir gleich direkt bei einer Station. Was immer noch nichts für uns. Ah doch. Ich weiß übrigens gar nicht, wie man hier am besten anfährt. Ob man wirklich voll den Hebel nach vorne drückt oder ob man eher langsam anfährt. Bin natürlich kein ausgebildeter Straßenbahnfahrer. Rathausplatz, Burgtheater. Oh, was macht denn der da? Ein Selbstmörder. Oh! Was ist denn mit dem los? Du Idiot! Ja, weil es jetzt wieder einsteigen da auch noch, ne? Das kannst du aber abschminken. Was, er rennt einfach auf die Schienen rum. Stückchen noch, Stückchen noch, Stückchen noch. So. Bitteschön. Also hier nochmal, Burgtheater steht sogar drauf, da drüben sehen wir jetzt gar nicht mehr. Hier sehen wir das, das Rathaus, unser Rathaus. Und hier weiß ich gar nicht, ob es das im echten Leben auch gibt, in der Regenbogen-Zebrastreifen, bin ich überfragt. Vermute mal schon, sonst wäre er ja auch nicht hier. So, weiter geht's. Achtung, Achtung, der Muckemuck fährt los. Da, was will der Lustiger da abbiegen, der auch. Nee, zum Glück. Schottentor. Umsteigen zu U2. 37. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 1A. Ja, liebe Freunde, das ist die Station, wo normalerweise die Ansage länger dauert als die Fahrt zur Station selbst. Da sind wir beim Schottentor. Ein riesiger, riesiger, riesiger Umsteigepunkt für Straßenbahnen. Wir gucken es uns gleich mal an, jetzt bleiben wir hier stehen. Wir dürfen ja eh nicht weiterfahren. Super, wieder ideal stehen geblieben. Das ist nämlich da drüben. Da, boah, 6 Punkte nur. Da drüben spielt sich der ganze Spaß ab. Da ist nämlich das Jonas-Reindl. So wird das im Volksmund genannt. Und da oben fahren, ich glaube, 43er fährt da oben rum. Ich bin mir nicht sicher, ob noch ein paar andere rumfahren. Auf der gegenüberliegenden Seite. Und unten drunter fahren auch nochmal 5 Linien. Und hier oben auf der gegenüberliegenden Straßenseite direkt fahren halt wieder alle Linien, die oben fahren. Also hier sieht man es eh. D1, 71. Also hier ist schon extrem viel los. Und zusätzlich noch die U-Bahn. So, was ist denn da jetzt? Das sind wieder die da hinten, die da rumspielen. Haltewunsch haben wir jetzt noch. Wer will denn da jetzt aussteigen? Steigt sogar noch wer ein. Ja, jetzt kannst du mich am Arsch lecken mit dem Haltewunsch. Ja, passt. Was ist denn da jetzt? Grün? Der biegt ab. Ich fahr halt mal ganz vorsichtig. Blinken alle. Okay. Ist geglückt. Sehr gut, sehr gut. Okay, nächste Haltestelle sollte die Börse sein.
Mal gucken, ob stimmt, tatsächlich. Börse. Umsteigen zu D. In Richtung Nussdorf 40A. So, was ist da? Wir dürfen fahren. Da vorne wird's rot. Da vorne wird's rot. Ich beobachte euch hier, So. Da ist ja schon ein bisschen mehr los hier am Ring. Also hier auf der Stelle gerade. Da ist die Börse. War ja auch noch nie. Also drin. Weiß gar nicht, ob man da überhaupt reinkommt, ohne dass man da arbeitet. Ob es da so Führungen gibt? Keine Ahnung. Bin ich überfragt? Gibt's sowas? Kann man sicher Geld machen damit. Also, fürs Anbieten meine ich. Weiß ich nicht. Einmal bin ich hier. Was habe ich denn dann gemacht? Bin ich, glaube ich, eine Station zu weit gefahren. Und dann mal hier. Die blinken alle. Was täuschen die alle an? So, heißt der Strich hier, soll man halten? Nee, der Strich heißt nicht, wir sollen hier halten. Der Punkt heißt, wir sollen hier halten. Deswegen halten wir auch hier. Sorry, ein bisschen zu weit gefahren. 3 Punkte. Naja, ich glaube, die sind sogar schon zu viel. Also mit den Bremsen müssen wir noch ein bisschen üben auf der Rückfahrt dann. Dann wird das easy cheesy funktionieren. Da haben wir ja gar keine Pause mehr, Freunde. Schon knapp 10 Minuten Verspätung. Das muss die Ampelschaltung sein. Weißt du, wenn die in einem 8-Minuten-Takt fahren, dann hätten wir ja theoretisch, dann hätten wir ja theoretisch schon unseren Nachfolgezug im Nacken. Aber der ist ja noch nicht da. Und das heißt, der hat genauso Verspätung. Fahren wir jetzt hier rein? Wir fahren noch nicht hier rein. Schwedenplatz geht doch geradeaus. Aha, das war nur für Abbieger. Für einen 71er wahrscheinlich, der dreht hier nämlich um. Siehste? Bilde ich mir das nur ein oder hat es nicht irgendwann mal so einen Versuch gegeben, dass sich die Ampeln orientieren am Ring an den Straßenbahnen? Ich glaube schon. Irgendwann hat es mal so einen Versuch gegeben oder weiß ich gar nicht. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ob es das aber jetzt noch gibt? Na, anscheinend nicht. Weil wir warten ganz fleißig mit den Autofahrern mit. Ah ja, Schottenring, hoppala. 31, 3A. Schottenring, nicht zu verwechseln mit Schottentor. Oh, vielleicht ein bisschen schnell. So, was ist wieder so ein Selbstmörder da vorne, guck mal. So. Da steht schon der Einser. Das heißt, da sind wir richtig. Man kann sich auch gut orientieren, wo man halten soll, wenn man hier nämlich kurz mal auf die Haltestelle direkt schaut. Überall, wo die Klötze dann ein bisschen weiter nach drinnen gehen, das ist noch Haltestelle und alles weitere dann nicht mehr. Also da weiß man auch, wenn man den Punkt nicht unbedingt sieht, wo genau man halten soll. So, raus mit euch, rein mit euch. Wir haben 9 Minuten Verspätung, 10 Minuten Verspätung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird ja eine Stundenfolge. Hätte ich mal nicht gedacht, mit meiner aggressiven Fahrweise, dass wir da doch 10 Minuten Verspätung haben. Das muss einfach an der Ampelschaltung liegen. So, weiter geht's. Das heißt, jetzt kommt dann aber der Schwedenplatz. Glaube ich. Oh. Umsteigen zu 2A. Flughafenbus. Das stimmt, der Schwedenplatz kommt erst nach der Salzdorbrücke. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendig. Ich biete euch einen an. Connections to Airport Bus.
Und sogar, ach guck mal, so ein Darmküchen ist hier, habe ich gar nicht gewusst. Und sogar die Ansagen sind natürlich originalgetreu übernommen. Finde ich nice. Also muss man echt schon sagen, finde ich echt, echt, echt nice. Ne, irgendwer trödelt da hinten wieder. Was denn dann beschweren, wenn wir Verspätung haben? Zum Glück beschweren sich die hier nicht. Im Omsi haben sich die ja immer beschwert. Oh, der ist zu spät gekommen. Da sind alle ruhig. Die chilligen Wiener sind das. So, weiter geht's. Jetzt aber wirklich zum Schwedenplatz. Genau. Umsteigen zu U1, U4, 2, 2A. So. Hoho! Ich finde es übrigens erstaunlich, wie schnell der bremsen kann. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass doch ein Straßenbahnwagen so schnell auf Null unten ist. Ein bisschen das Ding da zu spät gesehen, die Ampel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht unbedingt ein einfacher Job ist. Vor allem du fährst da und fährst da, gut, wenn du dieselbe Strecke dann öfters fährst, dann weißt du schon, wo sind die Ampeln, wo muss man aufpassen, aber so wie ich hier, erste Mal unterwegs und übersehe schon die nächste Ampel. Kommt ja eh keiner, aber trotzdem. Ampel ist ja nicht zum, also zum Spaß da. Hallo Ampel? Ah, jetzt. Siehst du, hat mich gehört. Irgendwo da drüben sollte übrigens ein Badeschiff sein, habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß aber nicht genau wo, weil ich da noch nie war. Also beim Badeschiff. Irgendwo da drüben, denn da ist ja die Donau. So, was macht der da? Hoffentlich bleibt er stehen. So wie der aussieht, bleibt er nicht stehen. Natürlich bleibt er nicht stehen. Ach, das ist eine Sie. Ach, Freunde. Was tut ihr mir hier an? Der dritte Selbstmörder. Beziehungsweise Selbstmörderin heute schon. So, raus mit euch. Bratislava. Ach, guck mal, Twin City Line ist auch hier. Huch, das lädt sich aber da hinten. Ergreifen doch schon die Flucht, habe ich das Gefühl. Nee, doch, guck mal. Wollte nur kurz Luft schnappen. So. Irgendeine Tür ist noch offen. Ich vermute mal, es ist eine der hinteren. Okay, einer kommt noch rein. Ich knall's euch vor der Nase zu, ich sag's euch. Ja, ich glaube, die wollen es nicht anders. So, jetzt ist zwar der Haltewunsch an, aber dann will er hoffentlich niemand mehr aussteigen. Hätte er Zeit genug gehabt. Jetzt hat er am Pech, jetzt muss er weiterfahren. Nämlich bis zum Julius Rappel. Kollision mit Mensch! Ja, was rennt ihr denn da rum? Ja, kann ja mal passieren. So. Und guck mal, was sehen wir denn da vorne? Ja, die Urania sehen wir da vorne. Das Einzige, was ich noch nicht sehe, ist meine Haltestelle. Ich glaube, wir hätten die halten sollen. Jetzt sind wir eh schon drüber. Jetzt ist auch wurscht. Zwar halt mal bis da nach vor. Siehst du mal, die haben da noch zum Abbiegen. Nee, fahr ruhig. Bleib schon stehen, fahr ruhig. Finde ich übrigens gut, dass die da noch wirklich losfahren, dass sie dann nicht trotzdem warten. So. Bleib halt mal hier stehen, damit die auch wirklich alle fahren können. Ach, geht schon weiter.
Puh, das war vielleicht auch ein bisschen zu schnell darüber. So, 10 Punkte, na ideal, stehen wir drauf. Wie auf den Punkt gewachsen. Kann das überhaupt stimmen? Sind wir nicht ein bisschen zu lang? Naja, da hinten stehen wir ein bisschen draußen. Aber gut, die Haltestelle ist halt nicht viel länger. So, was ist mit euch dann wieder? Hey, die Fahrgäste. So, dann machen wir es halt anders. Ja, jetzt bewegt er sich. Na, dann kommen wir halt noch rein. Okay, aber die andere bitte glaube ich nicht. Ach doch, schon noch schnell reingesprungen. So muss man das machen, die muss man einfach locken. Okay. Weiter geht's. Ich hub mal, aber da kommt da sicher eh keiner. Nee. So, wir haben grün. Das sehe ich gern. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Wrachsstraße. Na, das haben wir ja halbwegs gut gemeistert hier. Die Strecke bis dahin. Na, ein bisschen noch. So. Und hier ist übrigens, warte, ich habe es aufgeschrieben, hier ist das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Das haben wir hier stehen. Okay, dann kommt der Radetzky-Platz. Also als nächste Haltestelle dann. So, bevor es da vorne nicht grün wird, warte ich hier auch. Das ist jetzt die Frage, wo wir langfahren, aber ich glaube, wir fahren einfach geradeaus. Vermute ich mal. Hoffe ich mal. Weil da oben ist nämlich der Pfeil nach links. Und wenn wir jetzt nach rechts fahren müssen, dann wäre das ein bisschen Arsch, weil da können wir gar nicht lang. Also hoffe ich mal, wir fahren geradeaus, aber wird schon passen. Wir können ja auch aussteigen und die Weiche verstellen, aber das wollen wir gar nicht. Prater Hauptali. Das heißt übrigens, wenn das hier so tück, 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 dass wir gerade da sind. Wir sind 12 Minuten zu spät. Ich will gar nicht wissen, wie viele Züge dahinter uns schon warten. Ach, gar keiner. Na, was ist denn da jetzt mit der Ampel? Ach, jetzt ist sie wieder für die. Na, da wundert es mich nicht, dass wir da Verspätung haben. So. Okay, 50 darf man ja fahren. Ich glaube, 50 sind wir eh noch nie gefahren. Wir gucken da mal bei 30 oder 40 rum. Ich bin ja noch ein vorsichtigerer Fahrer. Vor allem, man weiß ja auch wieder nicht, wo die an die Autos wieder rausschießen. Ach, hier war ich auch schon. Ja. In der Fahrschule bin ich hier oft gefahren. Boah, und ich glaube, da haben wir es wieder gut getroffen. 8 Punkte, naja, nicht ganz so gut. So. Liebe Freunde, wir haben es gleich geschafft. Wir haben nur noch 1, 2, 3, 4 Stationen. Dann sind wir schon im Prater angekommen. Ist es fertig? Nee. Ach, wir haben ja eh Route. Ist eh wurscht. Könnt euch ruhig Zeit lassen. Also ich hoffe mal, das gilt hier für uns. Zweimal rot. Ja, da vorne wird es auch grün. Sehr gut. Ich drücke übrigens die Hälfte der Zeit W, wenn ich losfahren will. Und merke dann, ups, ich muss ja Q drücken. Oh, warte mal, Blinker. Ich habe immer ein bisschen Schiss, um die Kurven zu fahren. Weil ich natürlich nicht will, dass man dann die Bahn da gleich aus den Schienen springt. Hetzgasse. Genau, die Hetzgasse. Nächste Haltestelle. So, und jetzt düsen wir mal ein bisschen lang hier. Komm.
Wieder nur 30. Mehr schaffen wir nicht. Mehr traue ich mich nicht. Huch, was macht denn die da? Eine Akrobatin, die steht auf der Bank. Hast du das gesehen? Sehen wir die nochmal? Ne, jetzt ist sie runtergestiegen. Ganz schnell, weil sie gesehen hat, der nimmt auf. Schnell runter. So eine mobile Dashcam, was wir da haben. Da voll lustig, steht die auf der Bank drauf. Ja, da lachen sogar die Leute im Hintergrund. Man hört's richtig. Okay. So. Sehr schön, das passt. Einmal kurz bimmeln, aber da kommt ja hoffentlich eh keiner. Alles gut. So, liebe Freunde, was haben wir hier? Das 100-Wasserhaus haben wir hier. Sieht man ja schon von Weitem. Löwengasse, Umsteigzug 4A. Boah, da Muckimuck traut sich was. 40 fährt der hier. Hohohoho. Oh, da haben wir eine Haltestelle. Boah, ich glaube, das war gar nicht so schlecht. 10 Punkte. Alter, na jetzt sind wir aber geübt. Ohoho. Jetzt sind wir aber geübt. 10 Punkte. Richtig gut gebremst. So soll's immer laufen. Komm schon, ich hab grün. Ja. Schnell, 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 schnell. Nein, 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 da bin ich noch. Ich bin schon losgefahren. Es tut mir leid, ich bin schon losgefahren. Ach, wenn wir hier auch noch eine Ampel. Ah. Wir haben ja hier auch noch eine Ampel. Ich dachte, wir schaffen es noch. Na gut, Haltewunsch haben wir. Na gut, nach der Vollbremsung kann ich dem das nicht übel nehmen. Was haben wir denn noch vor uns? Wir haben jetzt die Wittelsbachstraße haben wir noch vor uns und dann Prater und dann sind wir schon da. Pause haben wir natürlich keine mehr, denn wir sollten ja schon zurückfahren. Wir sind ja 12,5 Minuten zu spät. Passiert. So blinken könnte ich halt mal. Dip, 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 dip. Okay. Let's go. Ich finde übrigens, dieser Hebel sieht sehr geschmeidig aus. Ach, hier bin ich auch schon oft gefahren. Hahaha, was man eigentlich alles wiedererkennt. Oh, Blinker aus. Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Da fährt man nämlich von der A4, die ist irgendwo ganz weit in der Richtung und endet dann dort. Bei St. Marks. Und wenn du da gerade weiterfährst, dann kommst du hier hin. Und dann kannst du noch weiterfahren. Ich glaube, irgendwo da weiter vorne, wenn du dann irgendwo rechts abbiegst, kommt der Praterstern. Gut, der muss ja hier sein, sonst wäre der Prater nicht da, wenn der Praterstern nicht da war. So, alles grün, kein Gegenverkehr. Ich bin sehr zufrieden. Hier übrigens die schrecklichsten Haltestellen für Autofahrer. Nämlich die, wo die Straßenbahn stehen bleibt und die Leute latschen quer über die Straße drüber. Also da muss man echt aufpassen. Lernt man aber auch, man muss vor der Haltestelle dann stehen bleiben, bis die Türen nicht zu sind und dann kannst du fahren. Das ist ein bisschen schwierig. Aber gut. In Wien ist ja nicht gerade wenig los, also da rast er ja eh nicht mit 50 hier herum. Von dem her, alles gut. Na gut, Freunde, letzte Station, wir machen uns auf, Prater Hauptallee. Und dann ist Ende im Gelände, zumindest für diese Folge, denn in der nächsten Folge fahren wir natürlich auch noch zurück bis zum Stefan-Fahlinger-Platz, ist ja ganz klar. Prater Hauptallee, wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Ciao. Achso, ich bin ja der Fahrer. So, und übrigens, das ist mein erstes Mal, dass ich hier hinfahre. Mit dem 1er Prater Hauptallee war ich noch nie. Ich fand die Station immer voll cool. So zwischen den Bäumen und so. Das erste Mal, dass ich hier bin. Oh, 20. Oh. Ach, und hier ist wieder 50. Okay.
Gut, da sollte man mal nicht mehr so rumrasen, denn hier ist Ende. So, ich glaube mal da vorne. Und da ist dann schon wieder fürs Einsteigen. Ja, ich glaube. Wir haben es geschafft. Haltestelle 1er. Bäm. Ein Punkt. Oh. Da haben wir mal ordentlich verschissen. So. Das heißt, theoretisch, ich fahre jetzt halt nochmal ein Stückel, keine Fahrt. Wir steigen jetzt wieder ein. Ach, der steigt wieder ein. Warum steigt denn der da ein? Wir sind ja bei der Endstation. Ich fahre jetzt nochmal kurz ein Stückel. Ob wir vielleicht irgendeine Auswertung oder sowas kriegen? Fahr jetzt mal bis zur nächsten Haltestelle darüber. Wir müssten jetzt natürlich einen neuen Fahrplan annehmen. Liegt wahrscheinlich daran, dass der alte gar nicht mehr gilt, nachdem wir da schon 14 Minuten, glaube ich, zu spät angekommen sind. So, und da geht's dann wieder los. Der Spaß zurück. Und genau hier werden wir uns wiedersehen, aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Tramsim hier in Wien. Dann geht's nämlich zurück, nicht Richtung Prater Hauptallee, denn da sind wir jetzt. In der nächsten Folge geht's zurück zum Stefan-Fahlinger-Platz. Danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns wieder. Tschüss!